eine Labyrinthbau-Challenge durch unsere Körper. Und mit am Start ist Billy. Jo, was geht ab, Billy am Start? Esse gerne Pups und das hier da. Jo, was geht bei dir ab, Billy? Und mit am Start ist Ukri. Das ist ganz bestimmt nicht Ukri. Wer zum Billy-Pups ist das? Oh nein, Billy, ich weiß, was es ist. Das ist einfach das Baby in Yellow. Oh ja, richtig gehört. Und ich habe euren Freund eingesperrt in ein Gefängnis. Und ich werde ihn nie wiedergeben. Haha. Warte mal, hast du es gehört, Billy? Junge, was hast du mit Ukri getan? Alter, lass mal sofort raus aus deinem Knast, Junge. Seit wann hat ein Baby im Knast? Her. Lass ihn raus, sonst killen wir dich, hä? Was willst du machen? Ja, wir killen dich. Seid ihr euch da sicher? Schaut mal, was ich hab. Was meinst du? Wir können doch mal reden. Billy, ich hab mir alles überlegt. Billy, bist du dir sicher? Oh nein, ja, oh nein. Komm her, komm her. Fordere das Baby zum 1-1 heraus! Du willst mich also zum 1-1 herausfordern? Das passiert mit Leuten, die mich zum 1-1 herausfordern. Komm her, mein Putz, Junge! Junge, was? Billy, das war's komplett. Und dir ist schon klar, wir haben insgesamt nur 3 Herzen. Und wenn wir alle verlieren, also 3-mal gekillt werden vom Baby in Yellow, dann werden wir aus dem Ukri City gebannt und wir können nicht Ukri retten! Stimmt, das habe ich voll vergessen. Steh weg! Ja, alles gut, Baby. Du bist das beste Baby, Junge. Du riechst auch voll gut. Du hast dir nicht irgendwie die Windel gepupst. Junge, das stinkt so sehr, Leute. Das stinkt übelst. Naja, gut. Ich würde sagen, wir fangen mit der Labyrinthbau-Challenge an. Dann, wenn ich es euch sage, denn ich mache hier die Regeln. Alter, Junge, einfach das Baby macht die Regeln. Ich glaube, ich werde verrückt, Leute. Ich glaube, ich habe ein BL. Was soll das denn hier werden? Junge, warum machst du meinen schönen Lucky kaputt? Ey, Leute, guck mal, wie das einfach aussieht. Einfach das Baby Yellow gebaut in Minecraft. Und das macht mein Sam Lucky kaputt. Ey, wir haben nicht mal gestartet. Du machst es schon kaputt. Ey, hör mal auf damit. Hey, Sam Lucky, was ist eigentlich in den Kissen drin? Hä? Lass mal schauen. Jo, da ist ja richtiger OP-Loot drin. Weil hier sind richtig viele Fallen, die wir dann in unser Labyrinth einbauen können. Aber als erstes müssen wir starten. Billy. Ich weiß schon, für wen ich die einbauen werde. Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Willst du mit Baby auf... Teamst du jetzt etwa mit Baby? Ich mach doch nur Spaß. Baby Yellow. Oh ja, ich werde Sam Lucky so zerstören. Alter, du Ehrenloser. Leute, ich weiß nicht, ob der Spaß macht oder nicht, aber ich höre mal, wann das Baby Yellow das Startsignal gibt. Okay, wir können starten in 5, 6, in 3, in 2 und in 0. Junge, er kann ja, er kann gut zählen. Ja, du kannst voll gut zählen. Du kannst richtig gut Mathe. Leute, wann geht's jetzt los? Es geht los, fangt endlich an! Okay, okay, ist gut. Alter, ich weiß gar nicht mehr erzählen, Leute. Das ist ja wirklich ein Baby. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort und machen erstmal die Grundstruktur, okay? Wir bauen hier unser Labyrinth rein. Zack, zack, zack. Das muss natürlich auch hier immer schön um die Kurven gehen. So, perfekt. Und das machen wir bis zum Bauch und den Rest machen wir dann gleich weiter. Denn wir wollen ja richtig viele Fallen einbauen. Leute, ihr habt gehört, wenn wir heute verlieren, dann wird Ukri im Knast eingesperrt bleiben. Junge, wo hat er denn eingesperrt? Was hat er mit Ukri angerichtet? Ich will es gar nicht wissen. Okay, der baut da vorne schon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die 1 raus. Und ich habe das Gefühl, Billy, der mag das kleine Baby irgendwie. Also mal schauen, was wir hier alles zur Verfügung haben. Ich habe schon eine richtig gute Idee. Wir nehmen mal hier diese Verkleinerungsgeräte mit, Leute. Für die, die nicht wissen, was das ist, Leute, schaut mal. Boom! Damit kann ich einfach zum Winzling werden. Let's go, jetzt bin ich auch ein Baby. Und wenn wir dann diesen Knopf dann wieder drücken, werden wir wieder normal groß. Und Leute, ich mache jetzt hier diesen Eingang, denn die müssen ja irgendwie reinkommen in mein Labyrinth. Aber was sie nicht wissen werden, ist, dass es ein richtig winziger Eingang sein wird, denn... Ihr habt euch gedacht, hey, wozu brauche ich das Gerät? Ja, damit man richtig klein wird und diesen Eingang hier findet. Das wird ein winziger Mini-Pups-Eingang sein. Schaut euch das mal an. Bam, bam, bam. Und da kommt man hier rein. Ey, nie im Leben wird das jemand sehen können, Alter. Guck mal, wie klein das Loch ist. Die werden nie im Leben drauf kommen, dass da so ein kleines Mauseloch ist. Hoffentlich sieht er nicht, dass ich bei ihm spicke. Warte mal, Leute, habt ihr das gehört? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Seht ihr das? Es ist genau hinter mir. Ich darf jetzt nicht so tun, als ob ich es gesehen hätte, sonst wird es mich killen. Ich baue einfach meinen Gang weiter. Leute, wir tun jetzt so, als ob wir hier einen Gang machen, Junge. Das darf mein richtigen Eingang auf keinen Fall sehen. Hier wird mein geheimer Eingang hingebaut. Ha, wenn der nur wüsste, dass ich seinen geheimen Eingang gefunden habe. Ich beobachte ihn die ganze Zeit. Leute. Wenn der nur wüsste, dass ich den höre und sehe. Na gut, egal, Leute. Wir machen jetzt hier so weiter. So, zack. Hier baue ich meinen geheimen Eingang hin. Und den wird niemand sehen. Das wird auf keinen Fall das Baby in Yellow sehen. Und wenn es das sieht, dann werde ich auf jeden Fall verlieren. Oh nein. Hahaha, ich habe sowas von gewonnen. Ich gehe jetzt wieder bei mir bauen. Oh ja, let's go. Leute. Das war nochmal knapp, Alter. Ey, das wollte einfach bei mir spicken. Ja, zum Glück habe ich das gemerkt, aber wenn es da nochmal hinkommt und versucht bei mir zu spicken oder so und ich das nicht merke, dann sieht es halt wirklich, was ich baue. Und wenn es dann gegen mich gewinnt, dann können wir Ukri nicht mehr befreien. Und yo, Billy, du bist ja schon richtig weit. Ey, was hast du hier gebaut, Billy? Zeig mal her.
Hey, Juris und Lucky, für alle gelten dieselben Regeln. Hast du verstanden? Alter, du, dir ist schon klar, dass wir Uke retten müssen. Und du, willst jetzt nicht mit gegen das Baby zusammen Team. Alter, bin ich, glaub... Ich bin ehrlich, Uke retten, keine Lust. Hä? Was? Alter, Leute, eigentlich bin ich Uke raus. Doch, komm, wir retten Uke, Junge. Das ist unser bester Freund, Alter. Billy lässt ihn einfach im Stich. Ich glaube, das Baby hat sie mit Keksen oder so bestochen. Egal, Leute. Ey, das merke ich mir. Okay, wir werfen einen Blick in die Kiste, Alter. Wir haben hier richtig krasse Sachen. Zum Beispiel so Rainbow-Wasser oder Fake-Wasser oder Fake-Lava. Und ich habe mir aber jetzt erstmal die Spikes rausgenommen und das Fake-Gras. Und genau damit werden wir gleich eine Falle machen. Davor müssen wir erstmal irgendeinen Weg bauen, damit auch Billy und das Baby in Yellow dort reinkommen. Ne? Sonst wäre es ja unmöglich. Ich muss hier irgendwo diese Verkleinerungsgeräte natürlich auch verstecken. Und genau deswegen werden wir die in dieser Kiste verstecken. Das ist aber keine normale Kiste, sondern eine passwortgesicherte Kiste. Und die kann man nur öffnen, wenn man das Passwort weiß. Wer hätte es gedacht? Aber damit man darauf kommt, muss man eine Matheaufgabe lösen, Leute. Und wir wissen ganz genau, Junge, das Baby ist komplett schlecht in Mathe. Das heißt, es wird niemals die Lösung herausfinden. Und warte mal, Billy ist auch komplett schlecht in Mathe. Jackpot, Leute. Hab ich gehört, Junge, das stimmt gar nicht. Warte mal, Billy. Oh, ups, ich war nicht gestummt. Ich habe nichts gesagt, Billy. Du bist der Beste in Mathe. Ich weiß. Haha, Billys Kicken. Leute, denkt ihr doch nicht wirklich. Also, werden wir gleich erfahren. Leute, seid ihr gut in Mathe? Beweist es mal und löst jetzt diese Aufgabe. Okay, die ist komplett schwierig, aber wenn ihr die lösen könnt, dann seid ihr wirklich gut in Mathe. Wir machen, und zwar als Matheaufgabe, schreiben wir jetzt einfach mal hin, 9 mal 9. Und wer die Lösung hat, schreibt sie mal bitte in die Kommentare, Leute. Dann weiß ich, dass ihr gut in Mathe seid. Ey, wisst ihr sowieso nicht, Junge. 100% wisst ihr nicht, was 9 mal 9 ist. Aber ich weiß es und ich löse es auf in 3, 2, 1 und 0. Es ist natürlich 81, Leute. Easy peasy, Junge. Blim Lucky's Mathe King, ey. Und genau hier machen wir das Passwort rein und können somit die Verkleinerungsgeräte hier reintun. Eins fürs Baby, eins fürs Billy und perfekt. Somit kann man hier runter und dann hier wieder rauskommen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir aber wirklich an mit uns einen kleinen Fallen. Bevor wir das machen, Alter, Leute, ich habe die Idee. Guck mal, das Baby wollte gerade bei mir spicken, okay? Wie wär's, wenn ich jetzt beim Baby spicke, hä? Aber ich bin nicht so lost wie das Baby, Junge. Das ist da einfach hingekommen, dachte ich, sehe das nicht, ne? Ich benutze Unsichtbarkeitstrank. Let's go, Leute. Bam. Und wir brauchen hier noch einen Milchtrank, damit wir auf jeden Fall gleich wieder den Unsichtbarkeitseffekt wegmachen. Wir gehen mal ganz kurz ins Baby rein. Junge, wie weit ist das bitte sehr? Junge, ist das hier schon alles fertig gebaut? Das ist mein fertiges Labyrinth. Jetzt brauche ich nur noch die Fallen. Haha, und die werden sowas von gut. Oh Mann, Alter. Yo. Okay, wir müssen uns den Weg merken, Leute. Merkt euch das. Warte mal, hier sind zwei verschiedene Eingänge. Was hat es denn da vor? Wenn die nur wüssten, hier vorne ist mein Fake-Eingang. Hä? Warte mal, Leute, was für... Yo! Yo, jetzt schau mal! Okay, okay, merken. Das ist einfach Ghost Block. Und da fällt man so runter und ins Void. Haha, bin ich nicht ins Void gefallen. Haha, jetzt weiß ich dein Fake-Eingang. Und da baut es einfach die ganze Zeit weiter. Junge, das ist ja richtig fies. Das ist genau dieselbe Falle schon wieder. Okay, so, zack, 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 fertig. Und ich glaube, jetzt wird's mal Zeit, bei Billy zu spicken. Bei dem habe ich ja noch gar nicht gespickt. Ich will nicht, dass sie gegen mich gewinnen. Denn ich werde Ukrin die ganze Zeit einsperren und die von dem Ukrin sie die Bahn lassen. Was hat das Baby gesagt? Ey, das will jetzt doch bei Billy spicken. Wisst ihr was? Ich werde es einfach dabei erwischen. Denn ich weiß es jetzt. Das geht schon zu Billy. Okay, wisst ihr was? Komm, hier, bam. Ich trinke die Milch jetzt ganz, ganz schnell. So, zack. Und jetzt gehe ich dahin, Junge. Und werde es erwischen. Und werde sagen, hey, was soll das? Was soll das? Jo, bin ich ja schon richtig weit. Wie weit ist der bisschen sehr? Oh, jo, das geht einfach mit dem Spicken. Junge, ich bin einfach schon gleich fertig, Alter. Wie krass ist das denn? Billy, kleiner Tipp, ne? Schau mal, wer bei dir im Labyrinth ist. Leute, ich glaube... Was meinst du? Ich glaube, das Baby ist in Billy seine Falle reingefallen. Hä? Was machst du denn hier, Sam Lucky? Billy, ich kann's erklären, Junge, okay? Hab's gedacht. Alter, Billy! Billy, mach das nicht! Okay, das war keine gute Idee, Billy. Das war keine gute Idee. Auf sein Gesicht gemacht. Ich glaube, das rastet aus. Ich rast aus! Ich werde dich jetzt killen! Komm her, Mann, Billy! Was Putzi, machst du denn da, Putzi, auf mein Gesicht? Was fällt dir ein? Billy, es ist rausgekommen. Okay. Das war's komplett mit dir, Billy! Bitte lass mich in Ruhe ab. Ja gut, Billy. Nein, bitte nicht. Du, dir ist schon klar, ne, dass du jetzt nur noch zwei Herzen hast. Leute, was geht da ab? Ich guck da gar nicht hin, Leute. Ich guck da gar nicht hin. Billy, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Deine Schuld. Billy, yo! Alter, wie kann das Baby dich eigentlich killen? Wir sind ja Kreativmodus. Das hat irgendwelche Hackerfähigkeiten. Ey, und du da vorne, denk gar nicht, dass ich dich verschonen werde. Komm du jetzt auch her. Hä? Warte mal, was hab ich denn jetzt damit zu tun? Alter, lass mich bloß in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Und komm her, Mann. Oh nein, Leute. Alter, ich hab auch nur noch zwei Herzen. Ey, Billy, aber du hast noch ein Herz, Junge. Hast du verdient, Alter. Du willst ja gegen mich Team. Leute. Jo.
Alter. Warum bist du so ehrenlos? Ich hab dir nichts angetan. Spaß, Billy, Junge, wir sind freudig. Ich dachte, du willst Uchi gar nicht retten, hab ich davor gedacht, ne, weil du es gesagt hast. Das hab ich nie gesagt. Junge, du hast vor einer Sekunde genau das gesagt, Billy. Ich weiß ganz genau. Leute, hat er es gesagt? Lass mal Abo und ein Like da, falls ihr das wirklich gesagt habt. Denn ich weiß das ganz genau. Ja, schau doch mal nach. Aber weißt du was, Billy, Junge? Wir dürfen uns nicht streiten. Das will das Baby verursachen, okay? Das will, dass wir uns streiten. Und dann will es uns hops nehmen, Alter. Es hat mir das Herz weggenommen. Was habe ich überhaupt getan? Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe eine Frage. Was ist los? Ist bei dir auch ein Kopf auf mein... warte mal. Ich meine halt ein Go-Kart auf meinen Kopf. Ein Go-Kart auf meinen Kopf? Ja, Billy, ist es nicht ein Kopf auf Go-Kart? Junge, was geht denn da ab, Alter? Gib mir das Go-Kart her. Gib mal her. Platz ihn mal auf den Boden. Hier, du kannst auf deinen Kopf fahren. Ja, Junge, jetzt mach ich auf Babykopf. Krieg mal auf seinen Kopf. Junge, jetzt mach ich auf den Kopf. Und zack, ich tu's. Leute, ich glaube, es hat mich ertappt. Hm, was treibst du hier bei meinem Labyrinth? Was willst du von mir? Ausrede finden. Leute, Ausrede finden, sonst ist gleich mein nächstes Leben weg. Ich wollte dir das Go-Kart schenken. Schau mal, was ich für dich vorbereitet habe. Oh, nicht ein cooles Geschenk. Ey, guck dir das mal an. Was ein tolles Geschenk. Wow, ich liebe Autos. Das ist sogar ein Go-Kart. Mag ich doch viel mehr. Leute. Junge. Das war knapp. Ich wollte es eigentlich auf ihr seinen Kopf tun. Hä? Wo geht das Baby hin, Alter? Okay, ich glaube, Billy, wir sind das Baby erstmal los. Oh, gute. Okay, warte, wisst ihr was, Leute? Okay, das ist jetzt perfekt. Ich bin gleich fertig. Was? Ey, ich mach kurz die Fallen vom ganzen Baby kaputt. Haha. Junge, solange es weg ist. Ey, das war einfach, let's go. Perfekt, Leute, das ist jetzt weg und ich mache jetzt die ganzen Fallen weg. Haha. Junge, jetzt hat das Baby sowas von fertig. Guck mal, hier war auch eine Falle. So, zack, die mache ich jetzt auch weg. Wir sind ja einfach keine Fallen mehr. Boah, guck mal, das hat sie alles mit Stein gemacht, damit man nicht sieht, was die Falle ist. Guck mal. Und, Leute, ich habe die ein oder andere Falle ausgelöst. Leute, kann ich schnell wieder hinmachen, damit es auf keinen Fall dem Baby auffällt. Okay. Nein, was habe ich gemacht? Nein. Das Baby darf auf keinen Fall jetzt zurückkommen. So, das hat Spaß gemacht, aber jetzt muss ich weiterbauen, damit ich die ganze Ende erledige. Leute, wo ist das Baby in Yellow? Das war keine... ich kann das alles erklären. Hm? Hast du etwa, solange ich weg war, bei meinem Labyrinth gespickt? Nein. Ich wollte nur testen, ob deine Fallen wirklich klappen, weißt du? Hm, das ist eine schlechte Ausrede. Ich werde dich erledigen. Ah, komm her, Mann. Oh nein, lass mich in Ruhe. Hey, Baby, Dialog. Leute, es geht ja boom. Oh nein, Junge, ich muss abhauen, Leute. Ich darf nicht auf mein nächstes Leben. Okay, das war's komplett, Leute. Ich bin wieder draufgegangen. Junge, Baby in Yellow, was soll das? Das hast du dir verdient. Und falls du das nochmal machen sollst, dann nehme ich dir den dritten Level und dann wirst du aus dem Uchi City gebannt. Leute, ich habe nur noch ein Herz. Ich habe noch gar nicht mein Labyrinth gebaut. Junge, ich muss mich jetzt komplett beeilen. Alter, okay, Leute, guck mal. Wir fangen jetzt sofort direkt an, Junge, mal unser Labyrinth zu bauen. Denn jetzt geht's noch nicht weiter, Alter. Ich habe noch gar nicht angefangen zu bauen. Ich habe nur noch ein Herz, Junge. Das hat mich das nächste Mal erledigt. Und ich darf kein einziges Mal mehr draufgehen. Okay, das wird richtig, richtig schwierig. Und genau deswegen bauen wir jetzt unsere nächste Falle. Schaut mal, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar habe ich jetzt einfach hier vorne Fellgras platziert. Und das ist Gras. Wenn man da drauf hält, dann bricht es einfach zusammen. So wie so ein kleiner Teppich, der richtig instabil ist. Und dann fällt das Baby und Billy. Die werden beide auf diese ganzen Spikes hier drauf fallen. Oh ja. Und wenn man das aber schaffen will, dann muss man einen richtig krassen Stunt machen. Und zwar hier so ein Sidejump. Genauso wie ich. Mhm, Freunde, ich bin Pupsi. Halt Profi. Junge, warum sagst du einfach so Pupsi, Billy? Ich dachte, du musst Pupsi machen, um das zu schaffen. Nein, Billy. Ja, kann man doch machen. Man kann sich so rüberpupsen, weißt du, wenn man so richtig fetten Pups hat. Alter, Leute, ich keine Ahnung. Let's go, das werde ich sofort machen, natürlich. Alter, ich wollte gerade keine Tipps geben, Billy, ne? Ich muss aufpassen, nicht, dass ich dir noch Tipps gebe und das Baby das auch noch hört, Leute. Mann, wir müssen zusammenhalten, Billy. Wir müssen das ein besiegen, damit Ukri nicht gebannt wird, Junge. Damit Ukri nicht für immer in seinem komischen Gefängnis bleibt. Okay, Leute, wir machen jetzt hier sofort weiter. Lass ein Abo und ein Like, damit wir das schaffen und gegen das Baby in Yellow gewinnen in dieser Labyrinth-Bau-Challenge durch unsere Körper. Okay, Leute, und als nächstes werden wir jetzt... Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Schaut mal, was wir jetzt hier machen werden. Warte mal. Wir machen das genau hier vorne, okay? Guck mal, zack. Nee, das bauen wir hier wieder hin. So, perfekt, Matico. Und jetzt machen wir hier so ein bisschen, wir hüllen hier ein bisschen mehr aus. Und dann muss man sich entscheiden, welchen Weg man nimmt. Okay, das wird gleich richtig, richtig cool. Guck mal, da kann man hier vorne so lang. Dann gibt es jetzt dieses ein, dann teile ich den Raum mal ganz kurz in zwei. So, zack. Man kann entweder links lang oder rechts lang. Und ihr seht schon, was ich vorhabe. Und zwar habe ich hier einmal Fake Lava am Start. Aber das Baby, das wird denken, Junge. Das wird denken, das ist normale Lava und das wird bestimmt hier nicht reingehen. 100% nicht. Und hier habe ich einmal Fake Wasser am Start.
Und für die Leute, die nicht wissen, was Fake-Wasser ist, ist es einfach Wasser, was richtig viel Damage macht. Und deswegen ist die richtige Antwort, dass man rechts lang geht. Oh ja, aber das wird das Baby sowieso niemals wissen. Und ich sag das nicht mal als Billy, Junge. Der wird da auch drauf gehen. Haha, Junge, Alter, das wird richtig witzig. So, zack, wir machen hier dann den Weg einmal. Also, der rechte ist richtig und der linke ist komplett falsch. Denn hier ist einfach eine Sackgasse. Und wenn man hier reinspringt, Leute, ich zeig's euch das mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz Survival-Modus, okay? Und zwar, wenn man hier reinspringt. Boah, Junge, verliert man richtig viel Schaden. Nein, ich muss hier raus, Alter. Oh nein. Oh, puh, das war knapp, Alter. Und Leute, man wird da sogar so reingezogen. Man kommt da fast gar nicht raus, habt ihr ja gerade gesehen. Okay, hier ist der richtige Gang. Deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie, ja gut, das war's komplett. Oh, ich hab eine Idee, Leute. Guck mal, wir gehen mal ganz kurz zur Kiste, denn dort können wir den Gang nicht weiterbauen. Und zwar machen wir das einfach so. Wir machen hier ein Portal hin. So, zack, damit man das auch gar nicht sieht. Und dann geht's genau hier vorne einfach weiter. Ist das... Oh, nee, nicht... Okay, das war nicht so nicht geplant. Leute, so, das machen wir wieder kaputt. Und zwar geht's dann genau hier vorne einfach dann so weiter. Ey, ist das nicht cool? So, zack, guck mal, da kommt man hier entlang. Und dann... Junge, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. So, zack, machen wir wieder so vorne hin. So, perfekt. Und dann geht's hier vorne einfach im Labyrinth weiter. Und man kann bis zu meinem Kopf kommen. Aber was die nicht wissen... Ey, ich werde meinem Kopf eigentlich eine Belohnung machen. Ne, da erwartest du eigentlich immer eine Belohnung. Ich werde einfach eine Falle machen. Oh ja, ich werde da so eine richtig fiese Falle fürs Baby hin platzieren, damit wir das erledigen, okay? Damit es heute auf jeden Fall nicht überlebt. Und wir bauen gerade die Struktur für unser Labyrinth schon mal ein bisschen weiter. Hier vorne ist eine Sackgasse. Das ist der falsche Weg. Und hier geht es dann weiter. Und das ist dann der richtige Weg. Der führt dann in meinen Kopf rein. Oh ja. Und mein Kopf, Leute, hat ein Gehirn, ne? Ich glaube, beim Baby, Alter. Der Kopf ist bestimmt ausgehöhlt, Leute. Da ist nichts drin. So, wir machen hier ein bisschen Platz, Junge. Wir machen einfach unser Gehirn gerade weg, Junge. Nicht, dass jetzt echt wirklich mein Gehirn weggeht, Alter. Das wäre ein bisschen komisch, Leute. So, zack, perfekt. Und jetzt werden die nächsten Fallen hier reingebaut. Okay, Leute. Und zwar wird es jetzt als nächstes weitergehen mit Lasern. Ja, wer hat's gedacht, Leute? Guck mal, wie geil wir das jetzt machen. Wir platzieren hier einfach so einen Laser. So, zack. Müsst ihr jetzt mit diesem Laserknopf das einmal so verbinden und... Jetzt können wir den dort platzieren und dann verbindet es sich miteinander. Und somit haben wir einfach einen Laser erschaffen. Da muss man drüber springen und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man richtig fett Damage. Oh ja. Okay, ich glaube sogar ein bisschen zu fett Damage, weil da kann man eigentlich gar nicht rüberkommen. Das ist eigentlich unmöglich. Egal, das ist einfach so ein unmögliches Hindernis. Ist nicht so schlimm. Hier machen wir den nächsten Laser hin. Oh, Alter. Das wird ein richtig big Laser, Alter. Aber sowas von. So muss man so rüberspringen und dann, wenn man wieder rüberkommen will, muss man nochmal so rüberspringen. Ist das nicht cool? Sollen wir hier vorne noch... Nee, das ist dann unmöglich. Leute, das wäre ein bisschen fies. Oh, ihr habt nicht. Und jetzt müssen wir unsere nächste Falle bauen. Und dafür... Alter, wir sind schon fast bei unserem Kopf angekommen. Wir müssen jetzt hier wirklich auch... Oh, ich habe eine Idee. Guck mal. Leute, wir machen das so, ne? Damit man auch auf diese Laser hier reinfällt, damit es ein bisschen schwieriger wird. Machen wir jetzt einen Boden voll mit glitschigem Stein. Das ist kein normaler Stein, guck mal. Da vorne ist es einfach so glitschiger Stein. Das ist ein bisschen was ein Eis. Und deswegen wird es doch viel schwieriger. Da rutscht man hier einfach so aus und bumm, fällt in die Laser rein. Und hier vorne machen wir einfach genau dasselbe. Auch alles voll mit glitschigem Stein, Leute. Bap, 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 überall platzieren wir das. Okay, Leute, und jetzt als nächstes, weil, ey, ich sag euch echt, wir brauchen noch ein richtig krasses Level, damit man hier nicht sofort durchkommt. Guckt mal, Leute, ich werde es jetzt so tun, ich mache hier eine unsichtbare Tür rein, die man einfach nicht sehen kann. Man denkt, das ist ein Block, aber wenn man drauf drückt, dann kommt man hier rein. Und da hat man es geschafft, aber die werden niemals darauf kommen, niemals. Und die werden denken, ah, hier vorne geht's weiter, aber nein, Leute, das wird eine Falle sein, okay? Das wird eine Falle mitten in den Tod, Leute. Oh nein, die werden da komplett drauf gehen. Und zwar ist es hier ein Laufband, okay? Ich würde sagen, ja, geht mal auf das Laufband drauf. Nein, Leute, wenn die auf das Laufband gehen, Leute, dann wird was richtig Witziges passieren. Und zwar nehme ich mir jetzt eine andere Portal-Gun. Mach hier jetzt hier so ein Portal hin. So, zack, wir müssen das hier einmal kurz abbauen. Und zwar, die werden dann hier so ein Portal einfach reingemacht. Haha, das ist so geil, Leute. Zack, die gehen auf das Laufband, gehen hier dann deswegen ins Portal rein, werden dann so reingeboostet. Und, wisst ihr, wo man beim Portal rauskommt? Okay, da muss ich mir jetzt was richtig Cooles überlegen. Guck mal, ich mache hier so einen extra Raum hin. Aber der Raum, der wird aus Bedrock gebaut. Damit der auch komplett sicher ist, Leute. Und die da auf keinen Fall rauskommen. Also Baby in Yellow, Junge, das werdet ihr dann niemals rauslassen. Und dann ist es einfach noch die größte Falle, Alter. Das wird so witzig, Leute. Guck mal, was ich jetzt gleich mache. So, zack, wir bauen hier erstmal den Raum zu Ende. So, bam, bam, bam. Dach darf natürlich auch nicht fehlen. So, jetzt nur noch einen kleinen Boden im Bau, Leute. Und schaut mal, was ich jetzt vorhabe. Ich nehme jetzt einfach diese gruseligen Spikes hier. Und Leute, wenn man da drauf trampelt, dann passiert einfach das hier, Junge. Die fahren aus und spieken einem richtig fetten Popo, Alter. Die tun richtig weh. Haha. Alter, die werden ja sowas drauf gehen. Und genau hier vorne, warte mal. So, zack. Perfekt. Plötzlich das nächste Portal. guck mal, wie geil. Bam, bam. Oh, was passiert hier? Boom, werden die einfach hier reingeboostet. Ey, das ist so eine geile Falle. Seid mal ganz ehrlich, das ist die beste Falle, die es gibt. Okay, so, perfekt. Und
Wenn man aber diesen Eingang hier findet und somit dann hier in meinen Kopf reinkommt, hat man es noch nicht direkt geschafft. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen schwieriger machen, weil es wäre ein bisschen zu einfach. Und wisst ihr was? Guck mal, wir machen das so, weil ich gehe mal ganz schnell in die Kiste hier rein. Die wird hier vorne einfach, guck mal, wir wissen ja ganz genau, Billy, seine Lieblingsfarbe ist grün. Okay, wir pranken jetzt auch Billy und das vom Baby. Junge, was baut es da eigentlich? Yo! Hä? Was hat das Baby da hingebaut? Junge, was ist da? Oh, Leute, ganz schnell da nicht hingucken, Junge. Sonst wird es doch merken und mich erledigen. Ich habe nur noch ein Herz. Ich muss wirklich aufpassen. Richtig, richtig aufpassen. Was hat es da gebaut? Ich muss unbedingt nochmal beim Baby eigentlich vom Ding her spicken. Schaut mal, wir machen das so, Leute. Wir platzieren hier einmal ein gelbes Herz hin, also Gold. Und das Baby Yellow, das wird es mögen. Sowas. Und das wird es lieben, Leute. Weil wer mag kein Gold? Okay, das ist gelb. Das wird 100% das Gold lieben. Okay, naja, na gut, Leute. Ihr habt ja gecheckt, dass es lieben wird. Und zwar wird es aber eine Mine sein. Und wenn es das berührt, dann fliegt das Erz einfach richtig fett in die Luft und explodiert alles. Und das Erz ist für Billy da, okay? Da auch in die Luft fliegen, Alter. Tut mir leid, Billy, okay? Tut mir leid. Okay. Leute, okay, und jetzt als letztes, die letzte Falle. Genau hier vorne werden wir die machen. Okay, hier ist diese Fake-Tür und hier vorne, okay, werde ich sofort dahin kommen. Ich werde erstmal ein Hindernis erbauen. Die werden doppelt geprankt, okay? Die werden hier einmal geprankt mit der Falle und dann am Ende auch nochmal geprankt. Die denken sich Belohnung. Haben es endlich geschafft, aber da haben sie es nicht geschafft. Denn, Leute, schaut mal, was ich jetzt hier mache. Ich mache hier einfach solche Falltüren hin, die aussehen wie Dirt. Und wenn man die öffnet, dann fällt man hier einfach... Bist du endlich fertig? Billy, willst du gerade bei mir spicken oder was? Geh mal auf deine Seite ganz schnell. Schau mal, was das Baby in Yellow macht. Hm? Ich glaube, das guckt uns an, Billy. Denkst du, der macht gerade Pupsi? Ich glaube, der macht gerade kein Pupsi. Der spickt gerade bei uns. Hm, was haben die da vorne gebaut? Sieht interessant aus. Sein Ernst? Lucky, weggucken. Sein Ernst? Ach, Junge... Alter, weißt du was? Ich konfrontiere den jetzt. Alter, was soll das werden? Du hast gerade bei uns offensichtlich gespickt, Baby. Warum machst du das? Hm? Was meinst du? Bist du sicher, dass ich gespickt habe? Nein, doch nicht. Du hast nicht gespickt. Du hast dir nur ein bisschen Inspiration gesucht, ne? Ein bisschen bei mir einfach rübergeschaut. Ist in Ordnung. Du hast ganz gern ein bisschen... Okay, so meinte ich das jetzt nicht. Du sollst nicht bei mir spicken. Na gut, wer macht die Regel? Ich mach die Regel. Ich darf spicken, bei wem ich will. Junge, was soll das jetzt? Okay. Wenn die Regel ist, dass man spicken darf, dann spicke ich auch bei dir. Nein, das darfst du nicht, Junge. Das ist nicht erlaubt. Das ist eine Ausnahme. Junge. Alter, das so doppelmoralisch ist das Baby. Ey, okay, ich lass dich spicken. Wenn du willst, Junge, dann spick halt. Ich verstehe hier sowieso nichts. Ich gehe jetzt bei mir weiterbauen. Leute, das ist sowas von Lost, Alter. Lucky, der ist sehr mieskugelisch, Alter. Der ist wirklich komisch. Junge, der spickt bei mir, aber checkt hier. Der hat das sowieso nicht gesehen, Leute. Der denkt hier, das ist der Eingang. Der hat diese Ghost-Tür nicht gesehen. Das wissen nur wir, Leute. Der wird sich denken, hier Portal reingehen, wird easy sein. Leute, der wird das nicht checken, Leute. Die checken das sowieso nicht. So, zack. Also, man kommt hier rein, zack, findet die Tür, boom. Fällt hier aber runter, Leute. Hab ich euch ja schon gesagt. Und wisst ihr, wo man reinfällt? In Rainbow-Wasser. Und das macht richtig viel Damage, Leute. Das ist richtig gefährlich, wenn man da reinfällt. Da geht man nämlich sofort drauf. Dieses Rainbow-Wasser ist hochgiftig. Alter, einfach Rainbow-Wasser. Sieht das nicht cool aus? Okay. Und wenn die es dann wirklich geschafft haben, haben die es geschafft, aber werden sowieso explodiert. Und somit ist mein Labyrinth fertig. Und ich würde sagen, seid ihr bereit, Leute, mit euren Labyrinthen? Also, Lucky, Billy's ready. Okay, Billy's ready. Baby, bist du auch bereit? Nein, ich will extra Zeit. Ich gebe mir selber extra Zeit. Junge, wann ist sowas erlaubt? Egal, Leute, wir warten einfach aufs Baby. Oh, Mann. 2000 Jahre später. Und ich bin jetzt fertig. Leute, wir haben einen Tag gefühlt gewartet. Es war voll schnell. Okay, du warst sogar schneller als wir fertig. Was rede ich da? Ja, ich bin erst jetzt fertig. Das wollte ich auch hören. Okay, ja. Billy, Alter, das ist so anstrengend mit dem. Egal, ich würde sagen, mit wem fangen wir an? Also, Billy, ich würde sagen, wir fangen mit dir, Baby in Yellow, an. Nein, das Beste kommt zum Schluss. Wir fangen mit Billy an. Hä? Billy, Junge. Boom, zuerst. Das Beste kommt zuerst. Nein, das Beste kommt am Ende, Junge. Als ob der denkt, dass der Beste ist, Junge. Das Baby sagt gerade, dass das Beste ist. Bist du nie... Bist du, Baby. Hab ich mich da gerade verhört? Dir schon klar, dass du noch ein Herz hast? Nein, alles gut. Einfach direkt an. Ja, ganz genau. Wir gehen jetzt ganz kurz Survival-Modus, denn... Survival-Modus. Los. Ja, Alter, Billy, Junge, der ist schon im Stotter, Junge. Billy ist komplett aufgeregt, Alter. Billy, aufpassen, Junge, das Baby macht mir nicht Angst, Leute. Survival-Modus alle, let's go, fuck an. Okay, let's go, Leute. Ich bin richtig gespannt. Alter, Billy, was hast du hier bitte sehr gebaut? Mal schauen. Geh du voran. Ey, ich will nicht vorangehen, Junge. Ah, nein.
Alter. Meine Falle gefallen. Nein, Junge, warum lachst du mich aus, Billy? Du ehrenlos Baby, Alter. Was hast du mich einfach... Ey, ach, Mann. Es tut mir leid. Alter. Ich mach jetzt Pupsi auf dein Gesicht. Geh hier raus, Junge. Pupsi. Ich kill mich freiwillig, Alter. Besser gekillt zu werden, als von dir angepupst zu werden. Junge, ich wusste eigentlich, dass das eine Falle ist, weil das Baby ist da ganz am Anfang reingefallen, Junge. Okay, weißt du was, Baby? Jetzt kannst du mal hier vorangehen. Ey, warum hast du das dazu gebaut, Billy? Ist das ein Fake-Eingang oder was? Das ist der falsche Weg. Hä? Ganz einfach. Wie, das ist der falsche Weg? Wo geht's denn sonst lang? Tja, ey, das musst du herausfinden. Mach den Weg auf, wo geht's sonst lang? Ich muss dir das suchen, komm schon. Vielleicht irgendwo ein Fake-Eingang. Alter, das Baby ist voll klug, Alter. Als ob das weiß, dass es hier einen Fake-Eingang gibt. Okay, vielleicht. Oh, was ist das denn hier vorne? Alter, Billy, ich glaube, ich hab's gefunden. Nee. Ich sag halt und warm, okay? Okay, sag kalt und warm, weil ich finde hier einfach gar nichts. Wärmer. Aha. Kalt. Nein, kalt. Wärmer. Oh, fein. Oh, heiß. Billy, hier ist irgendwie gar nichts. Hä? Warum heiß? Heiß. Ganz heiß, Alter. Ganz heiß. Hä? Was? Du hast Baby aus dir rausgefunden. Wie krass bist du? Mhm, ich bin ein Profi und, ja gut, das ist Lava, das da voll ist. Wasser ist doch easy. Wasser ist richtig. Haha. Ab geht's ins Wasser. Leute, was grad? Ist das Baby gerade ins Wasser gelaufen? Baby, ich glaube, das war falsch. Was ist gerade passiert? Das war falsch, Baby. Ey, geh mal dahin. Ich will jetzt zurück. Alter, das hat gecheatet. Das hat sich irgendwie rüber teleportiert. Ich glaube, das ist gar nicht ins Wasser reingegangen. Ja. Ey, Baby, aber geh da rein, Alter. Rein mit dir. Das wird mich gleich erledigen, Junge. Ich komm jetzt nicht mehr rein. Alter, Baby, Junge, was geht denn da ab? Ey, das ist einfach gecheatet, der hat sich rüber teleportiert oder so. Es tut mir leid, Baby. Es tut mir wirklich leid. Ey, Baby, ich entschuldige mich. Weißt du was? Dafür gehe ich jetzt auch vor, okay? Zack, bam. Oh, das ist richtig. Wow. Richtig. Alter, das ist hier Fake-Lauf, plötzlich ein Fake-Wasser. Okay, ich verzeih dir noch einmal, aber wenn du mich nochmal so ehrenlos behandelst, dann werde ich dich killen. Alter. Junge, das behandelt mich die ganze Zeit ehrenlos. Was redet das da? Das ist für mich, Baby. Oh, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Was ist das jetzt hier für Level? Ey, geh du da wieder voran! Junge, okay, dann gehe ich halt voran. Nur weil du nicht draufgehen willst. Die Baby ist echt gar nicht mehr so schlecht. Aber ich glaube, das ist ein Cheaten, Leute. Das teleportiert sich einfach da so drüber. Das ist gar nicht über das Wasser gelaufen. Habt ihr es gesehen? Ich schaue es mal in den Kopf. Warte mal, Baby. Junge, mir fällt gerade auf, du bist richtig winzig. Du kannst einfach durch. Nein, kann ich nicht. Mein Kopf ist zu groß. Merke ich auch gerade. Das ist ein Gigantenkopf, Alter. Warum ist dein Kopf eigentlich so riesig? Okay, Billy, was müssen wir jetzt hier machen? Einfach durch. Ganz einfach. Einfach. Junge. Alter, Billy, was soll das? Junge. Ey, manchmal denke ich mir echt, auf welcher Seite du eigentlich schießt. Schießt du. Billy, weißt du was? Hier, ganz easy, ne? Haha. Easy peasy, Alter. Alter, Baby. Billy, man muss einfach den Knopf hier ausdrücken, oder nicht? Junge, das muss schnell sein. Ganz einfach. Schnell. Aber man kann doch einfach hier auch den Knopf ausmachen, oder nicht? Nein, das ist nicht erlaubt. Okay, komm, ich probier's nochmal. Und zack, let's go! Ich hab's geschafft, Billy! Wow, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab, Billy? Baby Nello ist runtergefallen. Baby! Ey, Baby Nello ist erstmal draufgegangen. Haha, ist jetzt auch nur ganz wenig Leben. Nee, hat's nicht, das ist nett, Leben. Das ist ja die Game Master, Junge. Du hast geschafft. Sag mir nicht, dass es... Yo, Billy, was geht da? Alter, wo geht's denn sonst lang, Billy? Das war auch der falsche Weg. Alter, Junge, Billy, wo geht's sonst lang? Billy ist heute ganz krass am Start. Ey, Billy, sag dir echt, ist voll sicher. Du hast echt nicht schlecht gebaut, ne? Du hast selber übertroffen. Okay, Billy, ich will jetzt aber... Ich gebe euch einen Tipp, ihr müsst schon hier rüber. Okay, Billy, und wo geht's dann lang? Junges Baby ist einfach schon wieder... Ich hab's herausgefunden. Das nicht, okay? Okay, ich sag ihm gar nichts. Was hab ich denn gehört? Sagt mir alles! Ey, ihr dürft mir nichts verheimlichen, sonst werdet ihr bestraft. Billy, es tut mir leid, ich muss ihm zeigen. Damit er deine Name-Tag nicht sieht. Billy, wenn er herausfindet, dass ich ihn hier anlüge, dann wird er mich gleich erledigen. Junge, Wie geht's jetzt hier wieder? Baby, Nello, komm hier hin. Guck mal, ich gönn's dir, Baby. Guck mal, ich zeig dir sogar, wo es lang geht. Erlege mich nicht. Guck mal, ich bin dein Freund, Baby. Weißt du was? Sagt, dass er vorgehen soll mach ich gleich. Ich mach jetzt alles weg, so dass ich spiel mit meinen Regeln. Billy, der hat einfach dein Parcours kaputt gemacht. Junge. Was, Junge? Oh nein. Was geht bei dir okay, los, geh weiter. Guck mal, Baby, ja, da voll ist das Ziel. Wenn du da hingehst, dann wirst du schaffen. Easy, guck mal, du kannst mir vertrauen. Oh Mann, nein. Bist du sicher? Mal schauen. Wow. Billy. Das ist bestimmt runtergefallen. So wie du das gerade eben mit mir angestellt hast. Echt ehrenlos. Hä? Ey, Baby Yellow, als ob du runtergefallen bist. Ey, das wollte ich nicht. Das hat mir Billy gesagt. Billy hat mir gesagt, dass das der richtige Weg war. Ja, ich wusste davon ehrlich nichts. Okay.
Ey, du bist ganz knapp davor, dass ich dich erledige. Okay, ja. Guck mal, ey, wir machen gerade das Labyrinth. Da darfst du mich nicht erledigen, okay? Das ist nicht fair. So, wo geht's? Warte mal. Drei verschiedene Wege. Wofür entscheiden wir uns jetzt? Ich weiß immer die richtige Antwort. Hä? Woher willst du das wissen, Baby? Oh, es wird kritisch. Links ist immer richtig. Das ist rechts, Baby. Was geht mit Baby das ab? Das war's komplett. Was ist beim... Ist das der richtige Weg? Nein, auf keinen Fall. Okay, Baby. Ja, viel Spaß, wieder zurückzukommen. Okay, wo geht's doch... ist eigentlich logisch, ne? Es geht doch natürlich in den Kopf rein, hä? Hey! Okay, das war's komplett. Okay, warte mal. Wenn das kann nur ein Weg richtig sein. Alter, das lebt da oben aber, Billy. Bist du dir sicher, dass es richtig ist? Junge, hast du nicht gesehen, dass er gerade draufgegangen ist? Der lebt. Es ist weg, aber... Ey, der Junge, egal. Ich teste es einfach aus. Junge, du darfst ihn nicht Billy, vertrauen, Alter. Wenn da links falsch ist, ne, dann bist du richtig ehrenlos. Dann teamst du mit dem Baby. Nein, schau, Junge, du kannst von hier sehen, dass es dort weitergeht. Siehst du es nicht? Okay, ich vertraue dir mal. Baby, sind lernlos wieder zurück? Okay. Junge. Ja, der ist gerade gerespawnt. Was soll das, Billy? Was soll das? Ey! Ich bin wieder... Ey, dieses Rainbow-Wasser ist so stark, das ist mal einfach One-Shot. Tut mir leid, Lucky, aber ich fand's witzig. Junge, jetzt kriegst du irgendwann noch zurück, Billy. Ey, gleich wirst du meinen Parcours spielen, dann werden wir sehen, ne? Da werde ich dich auch pranken. Okay, der rechte Weg war wirklich richtig. Schau, ich hab doch gesagt, der linke Weg war richtig. Haha, du Noob. Der linke Weg war richtig, Leute. Das ist rechts, Junge. Das ist so lost, das Baby. Jetzt mal ganz ehrlich, Junge. Das hat einfach Glück, weil es rechts nicht weiß, wo rechts und links ist. Aber ist auch ein Baby. Kann man dem nicht verübeln, ne? Warte mal. Ich hab für euch Go-Kart vorbereitet. Alter, ich sehe gerade dein Gesicht, ne? Das sieht so witzig aus, Alter. Wie Go-Kart. Richtig gut gemacht, was geht da? Ich liebe Go-Kart. Let's go! Wow! Ey, Junge, das ist die perfekte Größe. Ich glaube, ich muss dem Baby Anschwung geben, Junge. Das ist lost. Das kann ich fahren. Komm schon. Hey, was sagst du? Ich kann nicht mehr fahren. Ich bin OP. Und jetzt aber, let's go. Wow, Boost. Wow. Ich hab's geschafft. Let's go. Junge, wie lost ist das? Du hast wirklich geschafft. Junge, das fährt wieder mitten ins Nirgendwo. Bist nach Afrika. Ey, du musst eigentlich nur geradeaus. Ich werde schaffen, Billy. Easy peasy. Mehr musst du nicht tun. Einfach. Ja. Ganz einfach. Hey, danke, Billy. Wirklich, das war ja mal übelst easy. Einfach nur geradeaus. Perfekt. Ey, ich sag dir ehrlich, dein Labyrinth ist richtig gut, Billy. Muss ich wirklich, Ja, ich weiß. Alter, Junge, das Baby, das kommt wieder. Das Baby kommt wieder. Junge, was geht mein Baby ab? Ich glaube, das ist doch nicht der richtige Weg. Hey, was macht das Baby? Es crasht in sein Labyrinth rein. Okay, was haben wir hier vorne? Die Bienen zu mir. Er hat eh keine Rechte jetzt. Haha. Okay. Ja, Billy entscheidet ja gerade, das ist ja sein Labyrinth. Das war wohl noch nicht der richtige Weg. Naja, ich versuch's doch mal. Ich habe so viele Versuche, wie ich will, ne? Weil ich bin das Baby Leo. Ja. Los, das heißt Baby in Yellow, Junge. Was redet... Yo! Alles Baby hast geschafft. Okay. Ey, das schießt einfach komplett rein. Dem ist egal, es verkackt so oft das Will. Und das gibt's noch einen Versuch. Das Rät lösen. Okay. Ein Pupskopf plus zwei Pupskopf. Billy, was ist das? Das ist eine Matheaufgabe oder was? Junge Leute, wisst ihr das Ergebnis? Ich weiß es, Leute, es sind drei Pupsköpfe. Weil ein Pupskopf plus zwei. Was soll das heißen? Soll das heißen, dass ich ein Pupskopf bin und dass wir alle drei zusammen Pupsköpfe sind? Ja, du bist ein Pupskopf. Nee, das Baby, das ist ein Pupskopf. Ja, okay, egal. Baby in Yellow, versuch's mal zu lösen. Na gut, ich kann's easy lösen. Ich bin Mathe-Profi. War ja klar, dass du das nicht lösen kannst, dem Lucky. Nee, du bist ja richtig schlecht, Alter. Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, okay, versuch mal zu lösen, Leute. Wir wissen das Ergebnis. Das ist komplett easy, ne? 1 plus 2, wer weiß das nicht. Na gut, ein Pupskopf geteilt durch 10 Pupsköpfe, das ergibt 10 plus 500.000 ist genau die Quadratwurzel aus 5 mal Pi Quadrat plus 10. Leute, was hat das gerade gesagt? Woher kennt der die Begriffe überhaupt? Ich hab keine Ahnung, Junge, aber das hat irgendein Blödsinn gequatscht halt. Hey, was ist mit dir denn los, Baby, Alter? Seit wann kannst du so gut Mathe? Ja, ist bestimmt richtig. Also, ich komme auf das Ergebnis von 3. 3 ist richtig. Hä? Jo, wie sind auf 3 gekommen? Okay, ich check gar nichts mehr, Leute. Ich check... Nein. Yo, Alter, was ist das hier vorne? Okay, hier ist eure Belohnung. Wir öffnen das mal. Und wow, was ist das denn? Alter, Billy? Jo, du hast aber einen Helikopter hier platziert. Wie geil ist das denn? Ja. Warte mal. Ich steig da nicht ein, Junge. Das ist mir zu gefährlich. Du musst einfach hochfliegen. Jo, warte mal. Das Baby, ich glaube, das Baby, das ist da gerade eingestiegen. Ich will fliegen. Ich mach das auch einmal. Let's go. Wie cool ist das denn? Wow. Das geht nicht witzig. Schau mal. Was geht da ab? Was geht da ab, Junge? Hey, das Baby übertreibt. Junge, was geht da ab? Alter. Leute, das Baby, das kann irgendwie nicht fliegen. Okay, das ist komplett lost. Ey, bitte, Sam Lucky, das macht voll Spaß. Okay, ich setz auch einmal aus, Leute. Und Motor starten.
Und wow, Leute, wir testen es einmal aus. Wow, wie cool ist das denn? Ich kann einfach fliegen. Egal, hey, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Labyrinth. So, jetzt machen wir mit dem nächsten Level, weil es von dir ist, ihr Blacky, ne? Ja, ist von mir. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, dass ihr... Junge, Billy, warum schläfst du, Alter? Ihr müsst jetzt mein Labyrinth bestehen. Und das werdet ihr niemals. Ey, Baby, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du hast ja gerade eben schon bei Billy komplett verkackt, ne? Du musst Uchi eigentlich rauslassen. Nee, werde ich nicht, haha. Was? Hä, was soll das denn sein? Du hast bei Billy verloren. Ist mir egal, ihr müsst versucht, mein zu schaffen. Dann lasse ich ihn nur raus aus meinem Gefängnis. Wo hat der denn eigentlich eingesperrt? Okay, machen wir. Aber du hast, ey, du hast versprochen gesagt. Okay, sag versprochen. Ja, versprochen wird auch nicht gebrochen. 100%. Okay, ich weiß nicht, ob wir dem Baby vertrauen können. Aber, Leute, ihr müsst jetzt erstmal versuchen, bei mir reinzukommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haha, es wird niemals rausfinden, wie das geht. Wo sollen wir rein? Ja gut, Leute. Ha, guck mal, ihr seht es, Leute. Guck mal, da vorne ist das Mausloch. Ich wusste, dass sie es nicht entdecken. Junge, das Baby hat es gefunden, Leute. Das war ja klar, Alter. Das ist so winzig, das sieht es direkt. Weil das Mausloch ist winzig und das Baby ist winzig. Du Nubio, du denkst doch nicht wirklich, dass ich das Loch nicht gesehen habe. Ich habe master kleine Baby fette Augen. Hä? Stimmt. Junge, es hat ja richtig dicke Augen, richtig fett. Warum ist das? Wo ist der Eingang? Ey, das ist richtig fetten Glubschaugen, Leute. Das kann alles sehen. Billy, guck mal, Billy kann es nicht sehen, weil er so kleine Augen hat, ne? Aber das Baby, das Junge mit seinen fetten, gruseligen Augen sieht das alles, Alter. Das ist krass. Okay, wollen wir das Baby schon da dran, diese Matheaufgabe zu lösen, oder was? Was ergibt 9 mal 9? 71! Nein, falsch. 30! Nein, falsch. Ich probiere einfach alle Zahlen zwischen 100 bis 1. Hä? Du, was geht mein Baby ab, Junge? Okay, naja, Billy, ich glaube, du musst dem Baby helfen. Oh, das tut so gut. Endlich schlafen. Billy, was geht bei dir ab? Das Baby in Yellow hat mich verfolgt. Billy, das war kein Traum. Das passiert wirklich. Das Baby in Yellow ist wirklich da. Okay, ich glaube, das Baby in Yellow hat mittlerweile... Ja, müssen wir wirklich... Hast du die Matheaufgabe gelöst? Okay, Billy, ich sag dir mal. Guck mal, hier vorne ist doch, du musst die Matheaufgabe lösen. Warte mal, ich kann kein Mathe, Jura, warte mal. 9 Leute, mal 9. Ihr seid viel zu lost. Okay. 81. Junge, Billy, was geht bei dir ab? Das ist ja ganz Mathe. Okay. Wann kann ich Mathe? Das Ergebnis ist 81, habe ich selber herausgefunden. Hey, Billy hat das du hast selber herausgefunden, bist der Beste. Du kannst richtig gut Mathe, ja. Kommt jetzt. Leute, ihr wisst doch gar nicht, was ihr damit machen müsst, oder? Schaut mal, was ihr jetzt in der Hand habt. Oh ja. Kann ich dagegen drücken? Nee, da. Yo! Billy! Billy! Hallo, sehr lucky! Wie hörst du dich nah? Ey, Billy ist voll süß geworden, Leute. Ey, wenn du immer so redest, wäre eigentlich ein bisschen cooler, Billy. Redest du mich nicht mehr so komisch. Wie cool ist das denn, Alter? Leute, was geht bei Billy ab? Da war ein Gerät, um groß zu werden. Ich glaube, das hat sich geklaut. Yo! Das Baby! Alter, lol, das Baby ist einfach auch richtig winzig geworden. Ist noch kleiner als es sonst ist. Da ist der Eingang, let's go! Ich hab's geschafft! Der schnappt dich! Alter, das riecht komplett. Ey! Das ist Baby, die hat auch groß, das killt es nicht gleich! Wer ist das denn da? Warte mal. Jo, was gibt's da? Alter, das Baby in Yellow, das geht da einfach durch, weil es so winzig ist. Warte mal, das kriegt gar kein Damage. Was geht bei dem Baby in Yellow? Leute. Das cheatet, Billy. Hab's genommen. Alles einfach richtig winzig geworden. Und jetzt geht das einfach so durch. Es geht durch. Ich mach Slash Kill Baby in Yellow. Nein, das kann er sowieso. Baby Yellow, wie willst du wieder hochkommen? Haha. Du kannst gar nicht, wenn du wieder groß wirst. Haha, alles wird wieder groß, Alter. Und jetzt geht es drauf, Junge. Es kann gar nicht mehr groß werden. So, bam. Haha. Haha. Let's go. Das kann er. Okay, Leute. Ihr habt's rausgefunden. Okay, das war ein Fake-Eingang. Ein bisschen. Oh, Billy, du hast es geschafft. Du hast einen Zeitjump geschafft. Hier irgendwo was krass. Fake ist. Jo, dein Ernst. Ich weiß, dass das Fake ist. Wie, du weißt, dass das Fake ist? Ja, nee, Billy, kannst du einfach drüber laufen. Warum sollte hier Gras sein und hier Erde? Warte, ich spring drüber. Vielleicht ja, gut, das Baby in Yellow drauf rein. Oh ja, das habe ich nicht beachtet. Dass ich, ich hätte es alles gleich machen müssen. Ich hätte hier Gras platzieren müssen, auch da. Dann hättest du es auf jeden Fall, wärst du drauf reingefallen. Ganz genau, ja. Okay, Baby in Yellow ist wieder am Start. Baby in Yellow muss Zeitjump machen. Das hat sich geschafft. Junge, Baby, ihr bist so schlecht, Alter. Ey, du musst Ukri jetzt rauslassen. Wenn du es nicht machst, richtig ehrenlos. Nein, werde ich nicht. Ich werde erstmal Labyrinth schaffen. Und bei mir dürfte kein alles, was drauf geht. Sonst werde ich Ukri nicht rauslassen. Hör, wie ehrenlos ist das denn? Okay, oh, ich bin aus Versehen hier reingefallen, Junge. Ich muss das nochmal schnell wieder zubauen. Alter. Und zack, let's go. Easy peasy. War voll einfach. Haha. Nur das Thema dafür gebraucht. Au. Ich hab nur eine dafür gebraucht. Hör auf zu lügen. Okay, Baby in Yellow. Jetzt versuch mal hier einfach rüber zu kommen, Junge. Warum schießt du den Kopf gegen die Wand? Auf damit, Billy. Ey, das ist verboten. Alter, Junge, du hast gerade überall getestet, ob es Fake-Eingang ist. Du hast abgebaut. Das ist verboten, Baby. Das hat sich rüber teleportiert.
das hier? Das ist verboten. Das? Gesehen, Billy? Hm, für mich ist nichts verboten. Ich mach hier die Regeln. Alter, was gibt beim Baby in Yellow? Das ist komplett am Aus. Okay, Leute, ihr dürft euch mal wieder entscheiden. Ist das richtiges Wasser oder ist es Fake Wasser? Oder ist es richtige Lava oder ist es Fake Lava? Ihr müsst es versuchen. Nein, das ist falsch. Das war falsch. Ich habe mich reingeschubst. Ey, das war richtig, Billy. Das war richtig. Ha, das wird jetzt da reinfallen. Warte mal, wo ist das denn, das Baby? Wo ist das Baby in Yellow, Leute? Ey, ich glaube, das hat sich klein gemacht schon wieder. Das hat sich klein gemacht. Wo ist es hin? Ah, da vorne bist du ja wieder. Das hat wieder groß gemacht. Ja, Billy, der ist draufgegangen. Das war richtige Lava. Du musst auf jeden Fall hier durch, denn das ist auch richtiges Wasser. Weil wenn der nur wüsste, das ist ein Fake-Wasser. Hm, danke für den Tipp. Ich gehe da jetzt durch. Alter. Dein Ernst? Hm, danke für den Tipp. Let's go. Au, 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 au. Was ist das denn? Au, 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 au. Haha. Junge Baby in Yellow. Das war's komplett mit dir. Boom. Ja gut. Warum bist du eigentlich draufgegangen? Ich glaube, der Billy-Weg war doch richtig. Hey, du hast mich angelogen. Ja, das passiert halt mit Leuten, die einfach andere in den Weg reinschubsen und vorlassen, ne? Was hast du da vor? Du hast mich gerade eben auch die ganze Zeit vorgelassen. Na gut, ich habe jetzt einen richtigen Weg. Haha. Und let's go. Rüber da. Okay. Du gehst nie rüber, du teleportierst dir. Ich meine, du springst immer rüber. Ja, ganz genau. Du kannst so gut springen, du kannst so gut jumpen, run. Leute, das ist so ehrenlos, das Baby. Jo, was geht denn jetzt ab? Leute, ihr habt einen richtigen Weg gefunden. Und das ist einfach so ein fettes Portal. Das ist richtig geil. Wow, aber das kenne ich schon alles. Ich hab bei dir gespickt. Boom, geh vor. Was geht denn jetzt ab? Hä? Du bist auf dem Laser. Junge, du bist einfach auf dem Laser. Oh, warte mal. Nee. Stopp. Hey, du darfst das nicht. Hey, das ist verboten. Warte mal, was geht denn jetzt? Leute, das Baby ist genau da vorne drin. Warte mal, wir beobachten das jetzt. Du Baby, da kommst du nicht mehr raus. Du wolltest gerade cheaten, ne? Das hast du halt wohl davon. Rein, der Junge, rein, der Bass ins Portal rein. Haha. Oh ja. Nee. Zurück ist da. Du kommst hier nicht mehr weg. So wie es aussieht, das war's, ist das komplett falsch. Ich will das nicht laufen. Nein, das war richtig, Billy. Geh da ruhig rein. Billy, du hast herausgefunden. Du hast herausgefunden. Nein, das war der falsche Eingang. Schnell rein da. Leute, Billy. Das war die richtige. Okay, Billy's down. Junge, das war der richtige Eingang. Was für falsch. Okay. Billy, denkst du, ich hab das nicht gesehen, oder was? Das war der richtige Eingang. Alter, ja, war es, Billy. Okay, viel Spaß beim richtigen Eingang, ne? Leute, dann werden wir euch auch Baby Yellow gleich abpranken. Was ist richtig? Wie hast du das geschafft? Geh ja wieder rein, Junge! Alter. Junge, ey, Baby Yellow, bist du wieder am Start, ne? Ja. Steffi, da cheaten. Ey, ihr seid einfach richtig easy. Leute, ihr seid einfach richtig easy über diese glitchigen Laser gekommen. Wie habt ihr es geschafft? Ey, Baby Yellow, ich glaube, du hast gecheatet, Junge. Du versuch mal, da nochmal drüber zu springen. Ja, Junge, egal, das teleportiert sowieso die ganze Zeit. Okay, du kannst ja gerne den anderen Gang jetzt finden, hä? Das baut es einfach wieder ab. Junge, was ist mit Baby Yellow? Okay, da kannst du einmal. Aber du kannst ja jetzt gerne mal einmal durchgehen, ne? Alter, du bist so reingefallen. Auf meine Falle, hab's genommen. Okay, Leute, guck mal. Hier vorne ist ein Smaragd und Gold. Das ist nämlich eure Belohnung. Okay, ihr könnt es beide haben. Aber, Billy, warte mal. Ronaldo, stopp. Junge, was für Ronaldo? Wie kommst du jetzt auf Ronaldo? Okay, ihr beiden. Ihr könnt jetzt eure Belohnung abholen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go, ich liebe Gold. Woher wusstest du das? Ja, weil du Geld bist. Sicher? Könnt ihr gerne haben. Wie ist das? Nee, ist eine Belohnung. Weil ich euch so mag, Leute. Ihr könnt ja auch so mit Hand ab. Okay, ich gebe euch eine Spitzhacke. Guck mal hier, bam, extra hier, Diamantenspitzhacke. Guck mal, du kriegst Goldspitzhacke und du Diamantenspitzhacke. Billy, ist das nicht cool? Leute, wenn die nur wüssten. Sehr cool. Leute, Baby Yellow, fang du mal an. Nein, fang du an. Baby in Yellow, du hast nichts zu befürchten. Ich nehme es ja zuerst gerne. Okay, Billy, fang mal an. Leute, wollt ihr das jetzt mal abbauen? Baut mal jetzt ab, Gold, Junge. Haha, das gehört jetzt mir. Ey, das ist mein Gold. Mein Gold. Das baue ich ab. Junge, dein Ernst. Das war's komplett. Alter, ich dachte schon, ihr kommt darauf, dass es eine Fake-Falle ist. Aber ihr seid einfach komplett drauf reingefallen. Hops, genommen. Das ist ja richtig. Let's go, Reiner. Das ist auch falsch. Bumm, das war's komplett. Und jetzt würde ich sagen, Alter, Baby Yellow, du hast schon komplett verloren. Aber wir machen jetzt weiter mit deinem Labyrinth. Oh nein. So, und zack. Ihr geht jetzt aber erstmal Survival-Modus. Aber ganz schnell. Okay, bin ich schon, Baby Yellow. Oh nein, was geht denn jetzt ab? Baby Yellow, komm schon, Alter. Du musst uns verschonen. Bitte lass Ugri raus und ball uns nicht von seinem Ugri City. Nur wenn ihr mein Labyrinth schafft. Leute, ey, Billy. Psch. Guck mal hier. Mach das Gurkhals von deinem Kopf weg. Das macht mir die ganze Damage. Weil du mich damit hittest. Egal. Schau mal. Ey.
Ich hab bei dem gespickt, Junge. Ich weiß schon ein bisschen mehr, ne? Das sind ja richtig viele Fake-Eingänge. Der hat da immer so Void. Meinst du das wirklich? Der hat so Void-Fallen gemacht, wo da so Gruben waren. Ja, genau. Was tuschelt ihr da? Gar nichts, Baby. Okay, geh mal vor. Wir versuchen das jetzt zu bestehen, okay? Ey, bin hier ganz wichtig, F5-Modus. Guck mal da vorne. Baby Yellow, hier gibt's zwei Eingänge, sehe ich gerade, ne? Hier vorne ist ein Eingang und da vorne ist ein Eingang. Welcher ist denn richtig? Warte mal, Leute, das ist nicht ganz wichtig, okay? Da können wir nicht auf die Fallen reinfallen. So, wo... Leute, das ist die Falle. Ich entscheide mich doch für einen anderen Eingang, Baby Yellow. Lucky, schau mal hier. Schade, sie sind nicht auf meine Falle reingefallen. Ey, Billy, das ist eine Void-Falle. Richtig aufpassen. Wir dürfen keine Angst mehr drauf gehen, okay? So, zack, zack, wieder rüber hier. Keine Wahl! Oh nein, Billy, Alter. Billy ist draufgegangen! Haha, das war's mit ihm! Und jetzt musst nur noch du draufgehen. Da kommt du nie wieder aus dem Gefängnis raus und ihr werdet aus dem Murray City gebannt. Oh nein, Leute, gar nicht gut. Oh Mann, Billy, wie konntest du da reinfallen? Aber ich werde es schaffen. Bam, rüber hier. Ey, Leute, ich weiß, dass das einfach Fake-Schein ist. Denn wir haben ja bei Baby Yellow gespickt, aber das werden wir auf keinen Fall sagen. Warte mal, ey. Billy, wo bist du hin? Warte mal, bist du gebannt worden? Bist du gebannt worden? Nein! Alter! Nee, Billy, du lebst noch. Junge, was machst du da, Billy? Was? Ich hab's nur noch geschafft. Okay, warte mal, was ist das hier vorne? Billy, Junge, was ist das hier vorne, bitte sehr? Alter, Leute, was geht? Was meinst du? Guck mal hier vorne. Schau mal! Keine Ahnung, was das ist. Los, Reiner! Oh nein, Leute, was geht jetzt ab? Oh nein. Was ist das für eine krasse Falle? Yo! Alter, Billy. Geht das, Lucky? Ich komme auch. Ich steck fest. Billy, das ist gar nicht gut. Da vorne ist einfach so eine Spike-Falle, Leute. Und wenn ich jetzt hier nicht feststecken würde, dann wäre ich jetzt hier reingefallen. Ey, Baby Yellow, lass mich raus. Ey, ich bin nicht reingefallen. Leute, warum? Junge, du Ehrenloser, wir können nicht Ukri retten, wenn ich jetzt hier reinfalle. Ey, warum bist du nicht reingefallen, Junge? Was soll das? Du sollst eigentlich reinfallen. Ich hab's geschafft. Ich bin stecken geblieben. Hast einen Fehler gemacht, ne? Lass mich jetzt hier wieder raus. Na gut, aber ich will trotzdem, dass du meine Falle reinfällst. Okay, aber dann zählt das nicht. Ja, okay, machen wir so. Okay, Leute, das Baby Yellow ist irgendwie ganz komisch. Das will jetzt nochmal extra in seine Falle reinfallen, aber zählt es anscheinend nicht. Okay, was hat sie? Boah, das ist richtig krass. Was hat sie hier? Yo, Alter, was ist das für eine fette Falle? Okay, die ist... Okay, Leute, das merke ich mir und irgendwann mache ich das in der Bildschein gegen Ukri. Alter, die war echt nicht schlecht, Baby Yellow, bin ich ganz ehrlich. Oh ja, Baby Yellow ist Pro. Die werden niemals den richtigen Eingang finden. Hä? Warte mal, Billy, guck mal da vorne. Werden wir niemals, ne? Billy, es tut mir leid, komm ich schnell wieder raus. Wir haben den richtigen Eingang gefunden. Let's go. Das war irgendwie voll schwierig. Sie haben es so einfach geschafft. Was ist das denn passiert? Aber naja, über meinen OP-Jump werdet ihr niemals rüberspringen können. Das ist ein Blöcke-Jump. Nein, der ist voll schwierig. Der ist voll schwierig. Ich habe einen schwierigen Jump auch irgendwie aus Versehen. Was soll das denn jetzt hier werden? Ich habe ihn irgendwie geschafft. Der ist schnell hier rüber. Was? Ey, was soll denn hier? Ich raste aus, Alter. Okay. Baby, entspann dich. Ich bin gerade erstmal draufgegangen, Baby. Du weißt, was das heißt. Du wirst Ukri nicht bannen. Und wir haben. Wir haben es. Warte mal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Let's go. Süßigkeiten. Wow. Und jetzt. Lass Ukri aus deinem Gefängnis wieder raus. Nein, warte ich nicht. Jetzt kommt der Mann. Ich erlebe euch alle. Dann werde ich aus dem Buch bisschen gebannt. Nein. Alter. Billy, renn lieber schnell weg. Sonst packt dich wieder sein Rainbow-Schwert aus der Hand raus. Nein. Bleibt stehen. Ich werde euch kriegen. Oh nein, Leute. Schnell hier weg, Alter. Wo ist Ukri? Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Wir müssen irgendwann das Baby in der nächsten Folge auslöschen. In Part 2. Lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich muss hier jetzt ganz schnell wegrennen, damit das kleine Baby mich nicht aus der Ukri City bannt. Denn ich habe nur ein Herz. Schnell wegrennen. Ey, Billy, was machst du da hinten? Renn weg. Drück schnell aufs nächste Video, Leute. Ciao, ciao.